Hallo und herzlich willkommen zu Update 397 schon. Wir nähern uns mit großen Schritten den 400, wo es was ganz Besonderes geben wird. Dazu aber demnächst mehr. Heute gehen wir zurück zur Tiefgarage, denn dort wird heute auch sehr, sehr viel passieren. Also da werden wir einige tausend Steine verbauen. Licht kommt rein, neue Figuren, neue Autos, es ist jede Menge. Es wird sich so verändern, also bleibt auf jeden Fall dabei, denn das ist heute ein sehr großes, ja man könnte schon sagen, Mega-Update hier in der Tiefgarage. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Bevor wir anfangen, zeige ich euch erstmal den aktuellen Stand, damit wir sehen können, wie es aussieht. Hier oben ist das Problem, wir haben ja hier die Rampe nach unten und hier wäre jetzt eigentlich das Treppenhaus. Das ist aber viel zu nah an der Rampe, deshalb werden wir jetzt die ganze, das ganze Treppenhaus nach rechts versetzen, damit wir hier oben mehr Platz bekommen neben der Rampe für die Ausfahrt. Also das müssen wir als erstes machen und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Ihr seht, ich habe jetzt hier nochmal zwei weitere Parkplätze eingebaut. Der Pfosten steht hier und das ganze Treppenhaus ist jetzt nach rechts gewandelt, um wie gesagt, zwei Parkplätze. Damit kriegen wir hier oben genug Platz, dass die Autos hier herumfahren können, wenn sie rausfahren wollen, denn die Rampe links ist ja nur die Ausfahrt. Das wird später nochmal deutlich deutlich kenntlicher gemacht, dazu aber später mehr. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt hier die Wand ganz nach links gezogen und ich habe einen blauen Streifen eingezogen. Unten haben wir ja den roten Streifen, oben den blauen, damit die verschiedenen Parkebenen einfach deutlich gekennzeichnet sind. Allein durch die Farbe kennt man ja von dem einen oder anderen Parkhaus oder von einem anderen Tiefgarage und damit werden wir jetzt hier weiterbauen, dass das Ganze hier so wird, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir werden jetzt hier die restliche Decke einziehen. Unten fertig bauen, die Lücken, die entstanden sind. Aber vorher ein anderes Thema. Ich habe ein Paket von Lego bekommen, und zwar vom Bricklink-Programm, die Snack Shack, das ist die hier, und ich persönlich weiß, weiß gerade noch gar nicht, wohin damit, also falls ihr Ideen habt, wo wir das einsetzen können, wir können es auch umbauen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, das ist ein Bricklink-Set, aber es ist ein offizielles Lego-Set, und es gibt davon maximal 20.000, soweit ich weiß, auf der Welt, das ist von Series 1, Series 2 ist momentan noch teilweise zum Kaufen, Series 1 ist momentan nicht mehr zu haben, also... Wenn ihr die Snack-Check haben wollt, dann ist es leider schon zu spät. Aber die Anleitung gibt's online. Falls ihr das Ganze nachbauen wollt, könnt ihr es natürlich auch mal. Aber eigentlich die Frage ist, was machen wir damit hier in der Brickworld? Schreibt mir eure Ideen. Ja, gerne in die Kommentare unten. Ich bin gespannt, was euch so einfällt. Zurück zur Tiefgarage, ihr seht, es geht voran. Die Schranke ist da links, dieser Automat, wo man dann eben ja sein Ticket reinstecken muss. Ihr seht auch, dass ich weiter angefangen habe zu fließen. Denn der Vorteil von dieser Snot-Technik, also die Start-Snot und Top, also die, die Noppen nicht oben, hat den Vorteil, dass, abgesehen davon, dass wir hier vorne auch ein paar Plätze haben. Der Vorteil ist nämlich, dass wir ähm, auf der gleichen Höhe ankommen wie die Platten. Das heißt, wir haben hier einen schönen Verlauf nach unten und das passt alles von der Höhe super zusammen, also hier mit den Fliesen. Und dann werden wir dieses Auto, das kennt ihr vielleicht, das ist aus Harry Potter-Set, das ist ein Ford, der wird hier platziert werden, beleuchtet natürlich. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das Auto ist relativ eng, relativ klein und sehr massiv gebaut, um da jetzt die Kabel reinzubringen. Das wird ein bisschen dauern, aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall Fall gleich schaffen. Und hier seht ihr die Arbeit an der Verkabelung. Wie immer benutze ich das System von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Ich finde den Link unten in der Videobeschreibung. Der Vorteil in diesem Haus Auto ist, dass wir hier hinten diesen Kofferraum haben. Da können wir perfekt die ganzen Kabel verstecken, weil allgemein ist da nicht so viel Platz im Auto. Aber ich fand das Auto eigentlich ganz nett, weil es mal ein Auto ist, das nicht irgendein Sportwagen oder sonst was ist, was bei Lego sehr, sehr häufig zu haben ist. Das ist ein normales, altes Auto. Und ich denke, das wird einen super Platz finden in der Tiefgarage. Und zwar genau dort. Ihr seht, die Beleuchtung hat geklappt. Vorne zwei Lampen, hinten zwei Lampen. Und wir haben 100, 993, der hier, man kennt es vielleicht aus dem einen oder anderen Parkhaus, hier etwas, ja, schräg rangefahren ist, viel zu weit vom Automaten weg und sich jetzt hier aus dem Auto wuchten muss, um sein Parkticket reinschieben zu können. Wie immer, kleine Stories. Überall in der World ist ein wichtiges Thema, meine nach. Ihr seht aber auch, dass wir jetzt hier oben drüber angefangen haben, also abgesehen davon, dass die Terrasse jetzt fertig ist. Habe ich angefangen, hier oben den nächsten Teil des Treppenhauses zu bauen. Ihr seht, hier haben wir U1-Exit, hier unten U2-Exit. Auch die die Handgriffe sind in der entsprechenden Farbe der Ebene. Und dann werden wir das hier noch fertig bauen, hier oben. Dann hier seht ihr die Kante des Moduls. Das ist die, wirklich die Kante des Moduls. Das beendet das Ganze hier. Aber es wird noch weitergehen, in der zukünftigen Updates. Und hier hinten werden wir dann auch noch weiter bauen, alle Lücken schließen, die Wände hochziehen. Dach oben drauf. Also es wird doch einiges passieren. Also, das war noch lange nicht alles für heute, denn im nächsten Schritt, ihr seht es, habe ich jetzt hier das Dach draufgezogen und auch schon ein bisschen höher gebaut? Das hier ist jetzt die Ausfahrt im Prinzip. Man sieht es hier sehr schön unten rein, jetzt wo auch das Dach oben drauf ist. Es kamen noch ein paar neue Aufkleber hinzu, um das Ganze ein bisschen detailreicher zu machen. Aber die ganze Szene jetzt so, wenn man jetzt beide Etagen sieht, jetzt schon gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Man könnte auch ein, zwei Autos gleich unten auf die Parkplätze stellen. Das werden wir bei Gelegenheit machen. Aber hier habe ich noch ein bisschen Werbung angebracht da hinten. Man sieht noch ein bisschen Müll als Deko. Hier ist noch eine Dame, die rausgeht. Und hier haben wir jetzt noch das Exit-Schild. Und dann haben wir hier noch so ein äh, Safe Journey Home Drive Carefully-Schild. Also so, dass man eben vorsichtig nach Hause fahren sollte. Und ansonsten ist die Etage jetzt bis zur Grenze fertig. Wir haben, wie gesagt, mit der Dame jetzt hier 994 Einwohner. Es fehlen nur noch 6 Einwohner bis zu den 1000 Einwohnern, was auch eine ziemlich verrückte Zahl ist. Denn, wenn man das so sieht, hat man nicht das Gefühl, dass so viele Figuren hier drin sind. Aber ihr seht auch jetzt hier sehr schön, dass die beiden Treppenhäuser wirklich genau übereinander stehen. Das bringt auch nochmal ordentlich Stabilität in die ganze Geschichte, weil wir haben ja unten wirklich nur die Außenwand unter diesen einzelnen Pfosten und da ist sehr, sehr viel Gewicht um. Was ihr hier auch seht, ist, dass wir hier hinten ein bisschen hochgehen müssen, denn der Weg links, den wir da mal angefangen haben, der ist zu niedrig. Das heißt, wir werden da nur eine kleine Rampe einbauen. Das machen wir nicht heute. Aber ihr seht auch, die Beleuchtung geht weiter voran und hier vorne habe ich jetzt mal, ja, ich habe mir überlegt, wir wollt ursprünglich ein Backsteinhaus in dunkelrot bauen. Das gefällt mir an der Position überhaupt nicht. Ich werde es ein bisschen ändern. Das werdet ihr ja gleich sehen mit meinem Entwurf. Werden hier ein etwas moderneres Gebäude reinbauen. Und das Backsteingebäude in Rot ist nicht sozusagen verworfen, sondern es kommt. Als nächstes Gebäude irgendwann dahinter. Das ist jetzt die Einfahrt. Ich habe jetzt, oder Ausfahrt besser gesagt, ich habe jetzt hier oben nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass man hier auf keinen Fall reinfahren sollte. Sollte, glaube ich, deutlich genug sein. Auch hier nochmal ein Schild an der Wand angebracht, dass man hier nur nach links fahren darf, wie es auch der Pfeil auf dem Boden zeigt. Und so ist der Blick nach unten jetzt in die Tiefgarage. Also ich finde, es sieht sehr, sehr schön und auch sehr realistisch aus. Wir werden hier oben auch noch gleich eine Decke draufsetzen, übrigens, damit es auch abgeschlossen ist. Und wir sehen hier links auch noch ein Schild, das hier irgendein Zebrastreifen ist. Aber wie gesagt, hier rechts, ich weiß noch nicht, wie weit das modernere Gebäude jetzt kommen wird, aber ich glaube, dieses weiße Gebäude, das jetzt hauptsächlich weiß sein wird, wird, glaube ich, hier besser hinpassen, einfach nochmal als Kontrast auch den anderen Gebäuden und einfach mal zu so zeigen, dass es auch modernere Gebäude gibt. Und ja, Stadtbau ist ja eine Sache, wo sich öfters mal was ändert. Da gibt es dann auch ein bisschen modernere Bauten zwischendrin. Und das möchte ich auch damit zeigen. Und ich denke, wie gesagt, auch, dass das ganze Thema so besser passt. Ich habe jetzt das Dach hier nochmal oben auf die Einfahrt, Ausfahrt besser gesagt, und hier vorne auch nochmal eine Laterne angebracht am Gebäude, denn... Da drüben ist die letzte Straßenlaterne, der Bereich war sehr, sehr dunkel, damit wird es ein bisschen heller. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das reicht, aber ich habe auch da hinten nochmal eine kleine Lampe eingebracht in der Decke dieser Ausfahrt. Damit sind hier einige Kabel verlegt, wie ihr sehen könnt, auch einiges an LEDs heute hinzugekommen. Und wir haben heute, denke ich, sehr viel geschafft, also das Thema Tiefgarage hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da sind wirklich sehr, sehr viele, ein paar tausend Steine sicherlich reingeflossen auch. Beleuchtung, einiges an Material und Zeit und Nerven. Aber ich glaube, auch der Umbau, dass wir das Treppenhaus nach rechts gezogen haben, bringt hier nochmal einen riesen, ja, einen Punkt nach vorne in der ganzen Geschichte. Hier unten nochmal ein paar Bilder. Wie gesagt, ich finde es vielleicht ein bisschen leer. Da könnten wir noch ein, zwei Autos reinstellen unten, damit es da ein bisschen voller wird. Aber ansonsten ein weiteres Thema Querschnittgeschichte hier, glaube ich, ganz gut gelöst. Und es wird leider nach rechts noch bauen gehen. Ich weiß noch nicht, wie weit. Sehe ich denke noch ein ganzes Stück weiter. Aber das wird in einem nächsten Updates passieren, wenn wir ja, nach rechts bauen oder nach oben. Mal schauen, was als erstes passieren wird. Aber da ist die Ausfahrt. Und ich finde auch diesen Look, den das Ganze jetzt mit diesem etwas moderneren Design hat, also dieses Weiß mit diesem Grau. Ja, sieht deutlich besser aus. Die Arcade bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die wieder einbauen sollten, die wir hier testweise hatten. Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber wahrscheinlich wären die Arkaden sogar eine ganz gute Idee, um die Grundfläche für das Gebäude, das hier oben drauf kommt, zu vergrößern. Ansonsten, das sind die finalen Blicke. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.